Herzlich willkommen zurück zu Super Ninja Basic Afterbirth. Wir machen heute die Challenge 24 Pay to Play. Hallo E-Mail-Programm. Ich habe vergessen, es auszumachen. So, wir starten mit Money is Power. Und wir müssen... Ah, okay. Wir müssen Türen mit Geld öffnen. Das ist natürlich tricky diggy. Und gemein. Aber wir kriegen Geld. Okay, nice. Okay, hat sich gelohnt. Hier ist der Shop. Ja, im Shop müssen wir dann natürlich auch sparsam sein. Ist das hier der Itemraum dann? Ah, es gibt die Bibel. Die Dings. Wir können Pers... Nee. Ich will das nicht rerollen. Das will ich nicht rerollen. Wie ist das eigentlich im Spiel, wenn man dieses Münztür-Item bekommt und kein Geld hat? Kommt man da nicht weiter? Obwohl, es gibt ja keine wichtigen Türen, die verschlossen sind. Das geht ja nur in der Challenge nicht. Stimmt. Ich vergaß. So. Pay to play ist natürlich... Oh Gott. Natürlich schon... Wir verlieren Geld. Oh, okay. Verlieren wir Geld auch, wenn wir getroffen werden? So greed-mäßig? Man hat durch die Tür natürlich jetzt keinen Anhaltspunkt. Ah, und einen Reiter habe ich jetzt auch getriggert, ne? Kommt er jetzt natürlich auch. Okay, wir kriegen auf jeden Fall Meat Boy oder so. Piercing Shots haben wir jetzt zwischendurch. Okay. Ja, das war eine Sackgasse. Hat sich nicht gelohnt. Ah, oh, verlieren wir auch Geld? Wir verlieren auch Geld, ne? Das ist so greed-mäßig. Scheiße. Uncool. Richtig uncool. Das ist echt uncool. Oh, explodierst du? Ja, ne? Nice. So. Piercing Shot war gut. Warte, versuche ich hier auch. Dann brauche ich dir nicht abwarten. Komm. Piercing Shot. Piercing Shot. Nice. Oh, da auch nochmal. Oh. Komm schon. Nice. Nochmal. Komm. Komm schon. Ach schon. Oh. The Tower. Was gebracht? Eine Luke? Jawoll. Oh, Loki's Hörner. Okay. Nehmen wir mit. Kann nicht schaden. Gratis Item auf jeden Fall. Ich hätte es auch rerollen können. Ah. Okay. Selbst für den Bossraum müssen wir zahlen. Wow. Dreist. Dreistigkeit kennt keine Grenzen in Isaac. So. Aber das ist ja der leichte Rider hier. Einer der leichteren, sag ich mal. Es braucht ja zwischendurch noch ein paar Fliegen und das war's. Und dann schießt er nur. Und ist völlig harmlos. So, wir kriegen einen Meat Boy. Haben ein Book of Revelations und gehen weiter. So, ja, links. Okay, fliegen. Eine Münze und weiter. Oh, nice. Aber ich habe keine Schlüssel. Die kriege ich hier irgendwie nicht. Oh. Auch nice. Ich brauche das Geld. Die kann man nicht schieben, ne? Das sind die, ich kann euch nicht schieben. Kann man die aufspringen? Die Türen? Nee, das geht auch nicht. Okay, aber ich will die verkackten Münzen haben. Dafür gebe ich gerne zwei Bomben aus. Vor allem, wenn da so eine 5er-Münze bei ist. Und wir hier zwei neue Bomben kriegen. Geht das? Nice. Sehr gut. Okay. Hier ist ein Shop. Nice. Okay. Den kaufen. Die Bomben nehmen. Dann so machen.
Two of Diamonds nehmen. Perthrow machen. Den mitnehmen. Und rausgehen. Ich denke, das war ein guter Deal. Nehmen wir so. Und wieder Geld. Ich glaube, wir kriegen hier... Achso, wir haben ja auch den Penny-Sack da. Deswegen kriegen wir mal Geld am Ende des Raumes. Merkst du aber früh, ja. Ich merke sowas früh. Ah, dafür nehme ich auch eine Bombe in Kauf. Ist halt ganz geil. Und ein Schlüssel mehr. Für die Kiste. Und hier ist der Boss. Okay, machen wir eben. Ich hätte vielleicht nochmal mein Book of Revelations hier benutzen sollen, damit der Reiter kommt. Schade. Oder geht das nur einmal? Ich glaube, nee, es geht eigentlich immer. Egal, müssen wir später mal. Wir müssen bis Satan übrigens. Das ist natürlich auch geil. Obwohl, nee, es ist nicht Satan, es ist Isaac, ne? Oh, geil. Oh, Damage up. Und was? Dafür müssen wir auch bezahlen? Oh. Ja, das nehme ich. Das nehme ich sogar eher als das. Obwohl, das Book ist cool. Ja, nehmen wir noch den Hairball mit. Das Book triggert halt die Reiter. Ich hätte schon gern einen Meat Boy. Wenn ich ehrlich bin. Wieso schieße ich jetzt so crazy schnell? Oh, nice. Okay, in den einen Raum muss ich auch noch. Stimmt. Wo die ganzen Kisten drin waren. Ja, gut. Hat sich hier erledigt. Okay. Zack. Zack. Ja, und dann kriege ich einen Schlüssel raus. Wow. Wie schnell ich jetzt schieße. Wie viel Damage ich auch habe jetzt. Voll abgedreht. Kann der hier sein? Nee. Okay, dann suche ich auch nicht weiter. Dann gehen wir. Oh, Curse of the Lost ist natürlich richtig kacke. Warum ist die Tür offen? Oh. Dafür muss ich nicht bezahlen. Oh, Emperor. Das ist natürlich geil. Ich komme hier raus. So, nee. Hat sich nicht so gelohnt. Hallo, Chubb. Ach, ich hab wieder einen Fehler gemacht. Ach, Mann. Ich hätte den Raum vielleicht beenden sollen. Ich will doch die Reiter haben. Ich denke mir so, ja, geil, kommst hier raus. Oh, guck mal, unser Damage ist ganz geil. Vielleicht brauche ich Isaac auch. Isaac soll ich schon. Meat Boy auch nicht. Eigentlich egal. Speed up. Ja, komm. Vor allem muss ich mich jetzt hier wieder rauskaufen. Obwohl ich einfach schon im Raum drin bin. Völlig Banane. Die Challenge kennt echt keine Ausnahmen. So, nö. Du hast sie reingeportet, bezahlst trotzdem. Ja, geil. Hatte ich eh. Von daher... Ah, egal. Jetzt habe ich natürlich Geld verloren. Das ist natürlich scheiße. Es kommt einfach nichts mehr aus den Pilzen raus. Wozu? Warum komme ich überhaupt noch auf die Idee zu springen? Es lohnt sich einfach überhaupt nicht mehr. Ich muss mir das echt mal einprägen. Einbrennen. Dass sich das nicht mehr lohnt, das zu tun. Hä? Wo ist denn noch einer? Ach, da. Bloody Penny? Nee, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Geheimraum. Okay. Was ist denn das? Oh, nice. Brauche ich nicht. So. Aus der Kacke kann natürlich auch noch Geld rauskommen, aber... Kommt schon, Leute. So. Hi. Weiter. Weiter. Hä?
Ich verstehe das hier nicht. Okay, könnte hier ein Geheimraum sein? Das sieht irgendwie so aus. Nein? Okay. Ich hätte gefunden, dass dann ein Geheimraum gut aussehen würde. Ich habe den Boss zwar schon gemacht, aber ich will die ganze Ebene gerade mal machen. Einfach, um vielleicht noch ein bisschen mehr Geld rauszuholen. Oder um den Steam Sale mitzunehmen. Two of Spades. Das ist geil. Das ist geil. Kann man mal mitnehmen. So, jetzt weg. Und du auch. Du auch, habe ich gesagt. Okay. Hier ist so ein Geheimraum. Sag ich doch. Amnesia. Wow. Hier kommen, die nehme ich auch. Einfach nur, weil ich dem Spiel das gönnen will, dass es denkt, das hätte mir was Böses getan. Ach, fuck it. Na gut. Dann, dann nicht. Moment, wo ist der Boss unten? Ich habe mich hier reingeportet, deswegen kannte ich den... Ach du Boss, die Ebene ist riesig. Weil ich mich reingeportet habe, kannte ich den Weg ja jetzt nicht. So, noch eine Münze. Wieder nur die roten Dudes. So. Den kann ich nicht sprengen. Upp, 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 upp. Komm, Geld. Wenn es nur eine Münze ist, es hat sich dann gelohnt. Toll. Hier ist nur der. Da kommen wir her. Moment, da komme ich wirklich her. Da ist der Boss. Ah. Nice. So, da komme ich nicht dran. Und hier gehen wir runter. Und in der nächsten Ebene benutzen wir direkt das Buch. So. Oh nein, aber es ist der Pinke, das geht noch. Ich muss damit mal kleine Gegner killen, fällt mir gerade auf. Damit der mal größer wird. Ah! Auf damit. Oh, nice. Ah, wieso machst du denn sowas? Wo sind deine Flammen hin? Wo sind deine Flammen? Deine Flammen gefallen mir besser. Die sind nicht so schnell. Alter. Egal. So. Hier, die Spinnen an der Wand sind egal. Du bist wichtig, weil du spawnst die Kacke. So. Oh, du schon wieder. Gibt's davon zwei? Ja, natürlich gibt's davon zwei. Nein, aus. Aus jetzt. Danke. So. Schon wieder so eine eng zusammengepackte Ebene. Ich hasse das. Wenn die so verdammt eng sind. Also so ganz viele große Räume aneinander und alle so ineinander gewürfelt und gepackt. Das finde ich immer hässlich. Die machen auch keinen Spaß, die Ebenen, weil die so... Da muss man immer überall rein. Obwohl man es nicht müsste, aber man... Ach ja, ihr versteht mich, glaube ich. Ich habe jetzt trotzdem Geld bezahlt? Kannst du mich verarschen? So. Aber ich krieg ja Geld. So. Yeah! Bester Raum. So. Der war echt gut, der Raum. Alter. Dass die nicht sofort sterben. Yes! Oh, bitte. Alle weg. Danke. 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 Nice. Oh, nice. Das gibt ein paar blaue Herzen, würde ich sagen. So. Ah, warte mal. Dich können wir kurz benutzen, um... Komm, schieß. Ja,
Danke. Habe ich nämlich eine Bombe gespart. Was haben wir hier? Oh, nice. Noch mehr blaue Herzen. So. Das und das. Komm jetzt ganz auf den Piskis-Schuss. Den Piercing-Schuss. Komm. Komm schon. Der ist gut bei denen. So. Ach, hier ist der Boss drin. Das sieht man ja nie. Woher hätte ich auf der Map vielleicht gesehen? Habe ich gerade nicht drauf geguckt in dem Moment. So. Und tschüss. Da haben wir Meat Boy. Dann mache ich nochmal den Rest der Ebene. Wir müssen ja in der Challenge nichts großartig machen. Oh, fuck it. Das nehmen wir mit. Den brauche ich nicht. Den hätte ich fast mitgenommen. Jetzt Two of Spades. The World is geil. Okay, nehmen wir mit. Mal den Rest der Ebene, komm. Das kann ja eigentlich nicht schaden. Das Geld kriegen wir ja eigentlich wieder raus. Also wir kriegen ja eigentlich immer mehr Geld raus, als wir rausgeben. Sonst wären wir ja schon im Minus. Vor allem jetzt haben wir ja, kriegen wir eh zwei Münzen aus dem Beutel. So. Das ist jetzt natürlich ein ekliger Raum. So. Ah! Nice. So. Piu, piu. Piu, piu, piu. Krieg ich nicht. Kackding. So, mal hier runter. Lohnt sich nicht. Das war jetzt ein Minusgeschäft. Ja, dann haben wir alles. Batterie liegt noch da, das heißt, ich kann die jetzt noch einmal benutzen. Dann habe ich wieder volle Herzen und kann mir die Batterie nehmen und kann sie im nächsten Ebene wieder benutzen. Für den laufenden Meat Boy. Ist das denn schon der laufende? Ich glaube schon. So. The World. Gucken wir mal. Wir gehen da hoch. Nice, hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Hier gucken, wo wir ein blaues Herz rauskriegen. Nein, okay. Oh, nice. Speeddown ist uncool. Ach, das ist auch uncool. Obwohl. Wenn ich das jetzt nehme. Ah, geht's weiter, okay. Weg. Oh, nein. Oh nein. Nice. Die Piercing Shots. Nice. So. Ach ihr. Bitte springt nicht alle, dann ist das ganz angenehm. So. Gut. Und blaue Herzen haben wir jetzt hier liegen. Das ist gut. Da haben wir schon mal ein paar Ersatzherzen. Brauche ich mich darum nicht kümmern. So. Tschüss. Und tschüss. Und Itemraum. Geheimraum. Lemon Party. Ah, ein Greed. Okay, Greed kann jetzt gefährlich werden, weil wir kriegen ja eh schon Geld abgezogen. Nicht, dass wir über Greed noch mehr abgezogen bekommen. Aber im Gegenteil, wir kriegen noch mehr und ich lasse den Rest liegen. So. Oh, nice. Nein, lass das Geld liegen. Oh, fuck, das war knapp. Wie auch kein mit blauen Herzen rauskommt. Warum gehe ich hier rein? Ich sehe doch, dass hier nichts ist. So, piu, 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 piu. So, zwei Schlüssel. Rechts rum. Ja. Einmal Richtung Shop auch. Weil wir haben ja noch genug Geld rumliegen. Ich sammle ja jetzt erstmal nichts. Machen wir gleich am Ende. Ah, na, der Grüne kann mal eben noch. Ah, wenn er es hinkriegt. Ich glaube nicht. Ansonsten mache ich das einfach. Ich mach das auch einfach. Hi.
So, euch lassen wir das mal durchgehen. Und ist das der First Row? Das wäre ganz cool. In the Volcano. Ja, habe ich ja eh. Brauche ich nicht kaufen. Tuffklaps. Darauf einen Klaps. Okay. Müsste ja ein Reiter kommen, ne? Theoretisch. Ja, der Krieg. War. War never changes. Auch hier nicht. So. Nein. So, und jetzt bist du dran, mein Freund. Jetzt bist du dran. Hier. So. Sag mal, Meat Boy. Und ein Krampus. Nice. Ach, dich auch noch. Oh, ich könnte raus. Das wäre ja auch lustig. Aber will ich gar nicht. Ich will sein Item haben. Jetzt habe ich richtig viel Geld verloren. Richtig ätzend. So. Mist. Das will ich aber nicht. Das will ich nicht. Die Kohle hätte ich genommen. So, warte. Ich gehe mal eben kurz Geld sammeln. Geld eintreiben. Hier nicht. Zack. Jetzt wir wieder 99 haben. So. Blaue Herzen brauche ich auch nicht. Das mit den Doppeldrops ist schon sehr geil, dass wir den gefunden haben. Das ist sehr gut. Oh, der Devil, die ist noch da. Wahrscheinlich, weil wir dafür bezahlt haben. Dann bleibt der für immer. So. Ja, ich habe jetzt die Map leider nicht. Aber wir haben The Moon, das heißt, wir können es irgendwo rausporten. Okay. Meat Boy. Der nächste Kampf ist gegen Mami. Schaffen wir das? Ich glaube schon. Wir sind ja damage-technisch nicht so schlecht unterwegs. Kann man, denke ich, so sagen. Nein. Aus. So. Hier noch mehr? Da ist noch einer, der uns verfolgt. Und da sind noch die Dudes, die einfach nur so Spinnen droppen. Und da unten haben wir auch noch welche. Wie die hier so Kästchen haben auch. So, Schlüssel noch mehr. Können wir auch immer mitnehmen. Oh, der Raum ist gemein. Weil wir hier nicht so schlecht ausweichen können. Aua. Oh nein, ich habe eine Münze minus gemacht. Nein. Wobei ich getroffen wurde. Nice, Meat Boy. Achso, hier einmal so machen. Ich wollte gerade sagen, du bist so komisch grau. Du bist so einer, der diese Magic Tears macht. Ich glaube, die haben echt eine andere Farbe. Die sind nicht so hautfarben, die sind so grau. So. Da haben wir einen Shop oder eine Bücherei oder whatever. Gucken wir mal. Ein Shop. Nehmen wir den auch noch mit. Nochmal The Moon. The Moon. The Moon. The Moon. Okay, nichts drin. Wahrscheinlich ist der Boss unten. Ich hole mir jetzt aber die The Moon-Karte. Wie krass die jetzt aussehen. Mit dem Fragezeichen auf der Tüte auch. Bäh. Ich wäre fast reingerannt. Okay, da ist der Geheimraum. Da hätte ich den ehrlich gesagt, glaube ich, nicht gesucht, weil das zu obvious wäre. Aber egal. Okay. Das ist gut. Jetzt habe ich keine Karten mehr. Es gibt es keine Karten mehr. Das heißt, ich habe diese Moon-Karte nicht mehr. Okay. Aber an sich ist diese Karte sehr geil. Diese Pille. Oh, fuck. Machen wir so.
Eigentlich war das anders geplant. Aber wenn ich zu doof bin und da ohne Schaden nicht durchkomme. Hier könnte dann der andere Geheimraum sein. Okay. Machen wir einfach so. Geht schneller. Boah. Alter. Amnesia. Geh weg. Da. So. Ja, komm, die springen wir auch noch. Nein, geh weg. So. Damit hätten wir auch beide Geheimräume. Ist der Boss dann unten links oder ist der wirklich komplett unten links? Also ist der hier lang oder ist der komplett die andere Richtung? Was hat mich jetzt getroffen? WTF. Oh nein. Okay, warte mal. Ich hasse das. Oh. Ah, natürlich. Gib mir das. Rein! Okay. Oh, nice. Okay, der da unten zieht mich gerade ein bisschen. Der hat mich gerade so ein bisschen angezogen, glaube ich. Nee, hat er nicht. So weit reicht das dann doch nicht. Aber irgendwie hat der gerade nach links... Doch, er zieht echt so weit. Krass. So, jetzt ist er weg. Amnesia. Was soll ich denn damit? So. Hallo, Mami. Hallo, Mami. So. Ah, treff mich doch nicht. Das tut weh. So. Wir machen nicht so viel Schaden. Du bist nicht ja Mami. Au. Au. Ich heile mich mal. So. Bin nämlich zu blöd. Den Schaden tue ich mir nicht an. Mir ist die Kick-Mami halt lieber, ne? Oh Gott, ey. Wie schnell die auch kommt dann auf einmal. So. Devil Deal. Oh, fuck you. Das nehmen wir. Das nehmen wir. Und das nehmen wir. So, und das einmal benutzen wir nochmal unten in der nächsten Ebene. So. Was war das denn jetzt? Warum hat's der denn gemacht? Das verstehe ich nicht. Warum? Warum hat's der denn gemacht? Verstehe nicht warum. Als ob irgendwas aufgegangen wäre. War richtig merkwürdig. Das war natürlich... Ja, treff mich halt mehrmals. Ist okay. Weißt du, ich kam da nicht weg. Oh. So ein Scheiß immer. Bäh. So. Ich hätte gerne Batterien. Ganz viele. Oh Gott. Oh Gott. Gut, dass ich diese Rundummesser habe. Cool, dass ich die da hinten abseits von mir befreit habe. Hallo Breit. Tschüss Breit. So, endlich mal ein Herzchen. Infested, okay. Hematemesis. Hematemesis bringt mir nichts. Hm. Na, kommt halt Geld raus, ne? So. Oh, dein Ernst. So. Oh. Dann ist hier nicht mal was. Okay, hier kann aber ein Geheimraum sein. Ist aber nicht, okay.
Das Geld hätte ich gerne. Nee, kann auch gar nicht. Haha. Okay. Na komm. Kameras. Komm. Gott, ey. Dass er sich immer so lange Zeit lässt. Ja, danke. Ja, larger brauche ich. Mein Pillenglück lässt nach. Ich habe nie welches besessen, aber es lässt nach. Irgendwie habe ich es gerochen, ich weiß nicht warum. Lacker! Mal schönes. Ah, geh weg. Speeddown, was unschönes. Ich blicke gerade nicht, wo was ist. Okay. Sehr schön. Ich hätte aber nichts gegen Batterien, wie gesagt, aber irgendwie kommen die nicht. Wir haben alle keinen Bock. Ah! Scheiße, das war dumm. Es war so dumm. Es war so dumm, aber ich kam nicht weg. Es war alles so dumm. Warum gehe ich hier rein? Ich weiß es nicht. Zu Gegnern, die. Die mich einfach nur abfacken. So. Oh, endlich. So, da gehe ich jetzt nicht rein. Das lohnt sich ja nicht. Stirb. Bevor er überhaupt was machen kann, ey. Schnell umbringen. Ei. Ei, ei, ei. Moment. Da möchte ich aber dran arbeiten. Dumm. Egal, wir machen das jetzt so. Alter. Nein, mein Geld. Okay. Eine Batterie. Nice. 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 Nice, 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 nice. So, Isaac. Complete, würde ich sagen. So. Judas Shadow. Können wir nehmen. Ändert ja nichts an der Challenge. Aber wir würden als Judas wiederkommen, falls wir richtig verkacken. Okay. Ja, also complete, ne? Schön. Freut mich, auch mal wieder einen vollen Isaac zu haben. Also, voll im Sinne von nicht betrunken, aber... Oh, da ist ein Dings. Scheiße. Da ist so ein Dings. Oh, Goldhoof. Ich meine, mein Schuss geht eh durch. So. Sehr gut. Mein Schuss ist eh durchdringend und piercing-mäßig. Von daher. Ach du großer Gott. Yo. Meat Boy. Guck, guck. Geld. Oh, da habe ich Glück gehabt. Meat Boy hat da oben voll einen gekillt und ich habe nicht mitbekommen, was es war. Sehr schön. Einmal wieder ein Herzchen. Ich würde sagen, wir sind zurück. Oh nein. Nice, Meat Boy. Das Leckerchen hast du dir verdient. Ah, da ist der Boss schon. Oh. Was? So. Nice. Geheimraum. Nice. Wird immer besser. It lives. Ah. Habe ich das Herz, habe ich das Auge jetzt übersprungen, das eine, was noch kommen müsste? Aua. Danke. Und Devil Deal. Zum Mitnehmen. Aber ein Lehrer, weil wir den schon so ausgeschöpft haben wahrscheinlich. Geh weg. Okay, Geld und noch ein blaues Herz und tschüss. Läuft. Curse of Darkness, ist egal.
Einfach mitnehmen. Ah, ich bin einfach mal reingerannt. Ich dachte mir so, okay. Okay, die Batterie lasse ich sogar noch mal liegen. Weil ich den schon fast halb voll habe. Von daher ignorieren wir das einfach mal. Ach ja, da kommt ja noch einer. Ich dachte, das war's schon. So. Noch eine Batterie. Ja, guck mal, dann kann ich mir gleich noch Herzen holen hier. Der eine stirbt von dem einen Peaks und du nicht? Ja, nice. Dafür habe ich Eintritt bezahlt. Oh, fuck you. So, und tschüss. Isaac Nom. So. Dann hole ich mir die Batterien jetzt, dann brauche ich nicht zurückgehen und das machen. Wenn das hier wahrscheinlich eh nicht auf dem Weg liegt. Ich hoffe einfach mal, dass ich nicht zurück muss. Von daher. Oh, nice. Jetzt kommen die Batterien, weißt du? Jetzt, wo es fast zu spät ist. Ach du Kackding. So, ist hier der Geheimraum? Das wäre voll cool. Nein? Okay. Oh, Greedy! Greedy Power hier. Aber. Oh, noch eine Batterie. Dann hole ich mir das Herz mal wieder, was ihr mir gerade gestohlen habt. Oh. Warum habe ich eigentlich Angst hier? So ein Bad Trip. Oh, nice. Den nehme ich ja immer gerne. Können wir das mal alles liegen lassen, bitte? Hallo? Falscher Knopf? Der war's. Okay. Mal hier noch Schlüssel. Was war das? Nice. Und noch einer. Lacker. Amnesia, Balls of Steel. Amnesia lasse ich mal wieder liegen. So. Gehen wir hier rein. Holen uns die Herzen. Gehen wir da raus. Völlig unnötig, aber wir tun es einfach. So, hier, dich müssen wir kaputt machen, bevor du irgendwas spawnst. Was uns auf den Sack geht. Sehr nice. So. Oh, ich kriege mir sogar noch ein Herzchen. Sind wir hier drin? Zwei Engel, die mich nicht interessieren. Zack. Oh. Jawoll. Nimm einfach mit. Nimm mit! Ah! Goddammit. Sackgasse, vielleicht liegt's doch auf dem Weg. Verdammt, hätte ich vielleicht die Batterie nicht so früh benutzen müssen. Hm. Oh yeah. Hematemesis. So. Oh, das war, glaube ich, viel zu früh. Amnesia, yay. Schön, dass die Spinnen hier Spaß haben. Da war ich drin. Geh weg. Geh weg. So. Zack, zack, zack. Oh, Baby. Bombenparty hier. Den wegmachen, dann den wegmachen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die so einen Stich nicht überleben, aber Respekt, die überleben den. Kommst du jetzt her? Mein Gott, ey! Oh, Mr. Mega. Oh, noch eine Energy-Pille. Haha. So. Ja. Gut. Das war eine gute Idee, das Book of Revelations mitzunehmen. LOL! Was ein Skill-Kill. Er war ja wohl stylisch. Oh, geh weg. Ja, ein Raum vom Boss kriegen wir nochmal. Einen Kackraum hier. Ah, geh weg. Au, was ist passiert? Ich hab's nicht geblickt, aber egal. So, warte mal, das.
Dann nehmen wir uns noch die Batterie. Zack. Nehmen wir das hier mit. So, sind wir fast voll. Wir sind gut ausgestattet, auf jeden Fall. So, Isaac. Einfach reinstellen. So. Die kriegen ja das Schild, wenn wir einmal getroffen werden. So. Das war's. Challenge geschafft. Die war cool, die Challenge. Two new pills have appeared. Ach du großer Gott. Wir sehen uns dann im nächsten Part von The Binding of Isaac Afterbirth. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.